Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboards mit mir Zurech und Broforce, einem 2D-Action-Arcade-Shooter im ganz alten NES-Style, sage ich mal, ja. Und das Spiel ist derzeit im Early Access auf Steam erhältlich und ich fand schon immer die Trailer ziemlich cool. Falls ihr die kennt, findet ihr die bestimmt auch cool. Und ich habe mir das Spiel mal gekauft, ist wie gesagt Early Access, 13 Euro glaube ich, waren das. Und ja, ich starte das Spiel einfach, denke ich mal, noch einmal neu. Ich weiß nicht, ob der das, soweit bin ich eh nicht, ist also total egal. Es geht also eigentlich nur darum, dass man, wie gesagt, eine bestimmte Einheit hat, ja, meistens eben einen Filmhelden, ja, und mit diesen Filmhelden kloppt man also alle Bösewichter um, ja. Muss dann Checkpoints absammeln, man muss seine eigenen Bros, ja, muss man halt retten, bekommt dadurch Leben und kämpft sich dann also nur durch die Gegnerhorden bis zum Levelende, ja. Und das heißt, ich habe jetzt ja auch einen neuen, mein Bro, den ich jetzt hier gerade habe, ist Will Smith. Die heißen dann teilweise aber auch ein bisschen anders, ich weiß die Namen nicht alle auswendig jetzt. Zum Beispiel gibt es hier Brominator, ja, das ist dann, ne, klar, wer das ist, ne, Bro-Bo-Cop oder so, keine Ahnung, Bronen der Barbar, wie auch immer, ja, ihr wisst, worauf es hinausläuft, ja, und das Ding kann man auch zu viert, glaube ich, spielen im Koop, das werden wir auf jeden Fall auch mal machen, also mit Bottom Reaper auf jeden Fall zu zweit, ist das bestimmt auch ganz schön witzig, und ja, die Steuerung ist ganz einfach, wir können springen, wir können schießen, wir können, haben da so eine Superfähigkeit, die sieht man unten links, diese Granatenzeichen. Jeder Held hat da eine eigene Fähigkeit. Ich habe hier so einen als Will Smith hier. Ach genau, Bro in Black heißt das hier, genau. Habe ich halt die Fähigkeit, die Gegner zu verwirren und dass sie eigene Einheiten angreifen. Dann das Messer und dann kann ich halt hier überall so hochjumpen. Das ist eigentlich ziemlich intuitiv, das Ganze gehalten. Und das Besondere ist, man kann die gesamte Umgebung zerstören, ja. Das bis auf wirklich kleinere Sachen kann man das alles machen. So, wir gehen einfach mal durch. Zusätzlich kann man sagen, das Spiel ist ganz schön blutig. Hier sieht man jetzt zum Beispiel so einen Käfig. Die müssen wir mal kaputt schießen. Man geht nur hin, bekommt ein Leben und damit auch ein kriegt man aber jetzt eine andere Einheit. Ich habe zum Beispiel Rambo so gesehen jetzt und der hat einfach nur so ein Maschinengewehr und kann Granaten werfen. Wie gesagt, man kann natürlich alles durchschießen. Und wie gesagt, das Spiel ist gar nicht schon brutal. Wer das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er hat so ein Scharfschützengewehr irgendwie. Und als Bonus kann er noch so Napalmgranaten werfen. Ja. Und das war es auch schon mit dem ersten Level. Wie gesagt, man rennt hier nur durch, saved ein paar Sachen. Und ja, We Are Liberated geht dann hier durch. Das Ganze kann man dann natürlich auch so auf Zeit spielen. Kann das also auch Speedrun, wenn man möchte, weil es ist ja nicht das Ziel, es ist nicht so viele Gegner zu töten wie möglich, sondern einfach durchs Spiel zu gehen und vielleicht noch eben seine Einheiten zu befreien, weil man muss dann auch so und so viele Saves oder Rescues hier haben, um das nächste Level auch überhaupt zu unlocken. So, ich habe jetzt gerade einen Terminator oder Brominator, wie auch immer der genannt wird, der hat halt so eine Minigun, die aber einen nach hinten wirft auch. Das ist Robocop, wenn er so heißt. Der kann halt seine Pistole so aufladen. Dann hat er halt so ein super Ding. Das ist, warte mal. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Judge Dredd. So. Ich weiß nicht genau, wie der hier. Der hat auf jeden Fall so eine steuerbare Rakete. Das ist Blade. Ja. Auch sehr cool. Ja, und davon gibt es auf jeden Fall... Oh. Aha, hier ist auch sehr geil. Mr. T, ja, Flammenwerfer und noch so eine coole Granate hat er. So, jetzt geht's aber ab hier. Dass man in den Rotor reinlaufen kann, wusste ich auch noch nicht. Sieht im Moment auch recht einfach aus. Ich kann euch aber sagen, es ist gar nicht mal so einfach. Also später sitzt man da schon so ein bisschen länger dran. Wer das ist, weiß ich ebenfalls nicht. Er hat aber als Ultimate, sage ich mal, so ein Airstrike. Was auch ganz schön cool aussieht. So, jetzt. Na,
Ah, oh, die Steine sind auch ganz schön fies. Ja, das war es auch schon ein bisschen Feld. Wie gesagt, da unten steht, ich habe nur ein Leben. Den kenne ich auch. Ah, das ist das Indiana Jones? Ach, oh, knapp jetzt. Tatsache, das ist ja cool. Ach ja, ja, das ist die Peitsche, okay. Wobei mir diese Flare Gun irgendwie noch besser gefällt. Ja, man kann auch noch so um so Ecken so rumspringen. Oh. Da habe ich was übersehen. Scheiße. Ja, jetzt brauche ich ein bisschen lange. Wer das ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Er hat auf jeden Fall viele, viele Granaten. Ach, da unten ist doch ein Typ. So, Will Smith ist auch schon irgendwie cooler. Oder Bro und Black, wie auch immer. Ja, manchmal ist auch dieses Laufen hier irgendwohin auch ganz schön doof. So, jetzt aber. Ach da, das Ding habe ich irgendwie übersehen. Okay. Da muss auch schon immer so ein bisschen aufpassen, was einem da so alles vor die Fresse läuft. Ah, das Ding geht gleich in die Luft. Hier können wir damit kann man auch Gegner teilweise bis ins Nirvana schicken, ja. Wirklich sehr weit irgendwo in den Himmel. So, hier müssten wir zum Beispiel hin, um einfach noch ein paar Leute da zu finden. Wie gesagt, das gibt uns ja auch Leben. Auch wer das ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also. Ah, das war's auch schon. Vielleicht komme ich ja bis zu dem einen Boss, obwohl. Ich glaube, dann geht das Video ganz schön lang. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also wer auf so 2D Sidescroller steht, der wird hiermit auf jeden Fall seinen Spaß haben. Wie gesagt, das Spiel ist auch nicht allzu. Den kenne ich auch noch nicht. Okay. Okay, er hat auch nur ein Ultimate irgendwie. Oh. Okay, ich weiß nur nicht, wer das ist, aber es ist cool. Ah, da habe ich wieder Arnie. Arnie kann in so ein... ich glaube, da hält er mehr aus. Der kann in so ein... seine Terminator-Form rein, sage ich mal. Oh, das war jetzt vielleicht nicht so intelligent. Ja, auch wenn das ist, weiß ich auch nicht genau. Aber jetzt sollte ich auch ein bisschen aufpassen. Ich bin schon wieder sehr unnötig gestorben. Ja, was nicht ganz so einfach ist, ist dann eben, dass man schon... Also ein... Ja, ein Schuss reicht. Jetzt wurde ich ja unglücklich getroffen. Ah, jetzt habe ich einen Safe da unten vergessen. Okay. Man sieht auch schön, wie man sie getötet hat. Ja. Ah, hatte ich gerade Chuck Norris oder was war das für ein Ding da? So, wie gesagt, Robocop hat dann noch als Fähigkeit hier sowas. Auch sehr gechillt, oder? So, Judge Dredd. Liebe Schwert. So. Da unten war noch einer zum Saven, okay. Na, no, da hat mich der Schuss da erwischt. Er ist manchmal sehr unglücklich. Da oben könnte ich jetzt Munition abstauben, wobei wir suchen halt immer eigentlich nach Leuten, die wir saven können. Ja, und all das macht halt auch Schaden. Da ist ein Bienenstock. Ja, der kann auch ganz schön wehtun.
Jetzt habe ich ja eh schon so viel Leben verloren. Den hatte ich vorher echt gar nicht. Oh, ist das immer ärgerlich. Ey, immer dieser eine Schuss da. Der ist auch echt nett hier, weil... Nein! Das war jetzt aber knapp. Oh. Ja, geht das auch? Ja. Ach, das geht gar nicht hoch. Egal, aber der Blade ist ziemlich stark, das ist sehr witzig. Die können wir eigentlich jetzt auch alle ignorieren und weitergehen. Das, ja, manchmal ist das schon... Es war irgendwie stupide, dieser Endscreen, aber auch irgendwie einfach super. Ja, man selber verregt auch an seinen... Sollte man ein bisschen aufpassen. Ja, der gefällt mir eigentlich sehr gut, weil diese Shotgun ist ziemlich stark. Ah, jetzt bin ich schon wieder abgekratzt. Ist immer sehr ärgerlich. Ja, auch Ani macht halt mega viel Schaden. Ist dann aber natürlich auch ein bisschen... Was ist er denn? Ah, okay. Matrix hier? Anscheinend. Na, wie intelligent von mir. So, da kommt ein kleiner Zwischenboss schon mal, den ich mit dem Charakter, glaube ich, nicht so leicht bekomme. Können wir da ein bisschen den trotzdem mal bewerfen. Wobei wir jetzt hier nach unten flüchten sollten. Robocop, das könnte eigentlich gar nicht mal so schlecht werden. Na, da habe ich auch schon runterbekommen. Yeah! Sehr cool, das war's auch schon. Den habe ich beim ersten Mal ziemlich lange dran gesessen, an diesem... Helikopter. Ja, wie gesagt, das Spiel kann man eigentlich ganz gut wahrscheinlich speedrun, wobei das natürlich dann auch ein bisschen glücksabhängig ist. So, hier kommt gleich was runter, was mir sehr gefällt, weil bam. Ich kann es natürlich auch eigentlich ohne diese zusätzliche Leben natürlich machen. Ja. So ist das ja nicht. Oh, fuck. Mal schauen, ob wir hier nicht mal irgendwie so ein bisschen schneller durchgehen können. Ah, fuck. Und da brauchen wir nicht unbedingt mehr. Ach man, immer dieser eine Schuss, das ist auch super schwer dann auszuweichen. Ja, und die treffen halt dann auch, also ganz mies, das ist wirklich, ist gar nicht mal so einfach alles. Jetzt kommen die da wieder. Ah, ich finde den Respawn... Oh, schon wieder dieser eine Schuss, ne? Es, die treffen halt auch dann... Also dann ist man halt auch meistens super schnell tot, wenn das halt eben versagt.
den fand ich ja bisher ein bisschen merkwürdig. Ah, sofort gestorben. Ja, man kann natürlich auch durchrushen, wobei ich glaube, das funktioniert dann eben nicht so, weil man, da steht ja immer, dass man eine bestimmte Anzahl an Saves braucht, um dann da auch überhaupt durchzukommen. Oh, jetzt stand er da nicht echt vor. Trick 17 irgendwie immer einfach genau davor stehen. Oh Gott. Ja, viel Blut auf jeden Fall. Ja, da oben steht irgendwie mal der Teufel. Keine Ahnung, was er überhaupt macht. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Spiel haltet. Also ich finde es, wie gesagt, eigentlich super witzig. Ja, bevor ich das einfach mal weitermache, denke ich mal, das reicht aber erstmal. Ich glaube, wir machen jetzt noch... Wir machen jetzt mal noch ein... Ja. Und wie gesagt, das Spiel wird auch deutlich schwieriger, da kommen dann auch diverse Bosse und sonst alles. Es gibt diverse Modi, ganz viel gibt es hier wirklich. Ja, also Online, Level Editor, Race Modus, Deathmatch, wie auch immer. Sehr viel Content und dafür, dass das Ganze in der Alpha ist, sehr, sehr cool. 13 € auf Steam. Schreibt was in die Kommentare, ich verabschiede mich erstmal. Bis dann und ciao, ciao.